So, ich bin jetzt hier bei der Firma Eifelland. Die bauen, ist eine kleine Manufaktur und die bauen ein Modell Campervan in ganz, ganz vielen verschiedenen Ausführungen, Oberflächenfarben etc. Und den gucken wir uns jetzt mal an. Das Fahrzeug wird gebaut auf MAN-Basis, auf TGE 3.180 und hat ein ganz interessantes Raumkonzept, und zwar eine Hecksitzgruppe. Da gehen wir jetzt mal rein. Hier vorne das übliche MAN-Cockpit mit einem Drehsitz. Der andere Drehsitz würde keinen Sinn machen. Hier oben ist eine Ablagefläche, da kann man zum Beispiel wie hier eine Kaffeemaschine hinstellen. Hier ist noch ein kleiner Ausklapptisch für den Beifahrersitz, um da zu arbeiten. So, hier ist dann direkt hinter dem Fahrer das Bad mit einer Schwenktoilette, Duschtasse, ja, einigermaßen vernünftiges Waschbecken, Oberschränke, Spiegel und ganz toll ein Heki, damit alles gut wegtrocknen kann nach dem Duschen. Die Brause ist hier entnehmbar und dann ja eine Brausearmatur, also eine Aufhängung finde ich hier nicht. Muss man also mit der Hand betätigen. Es gibt hier auch keinen Vorhang vor dem Waschbecken und vor der Toilette. Und in einem anderen Van, der hier steht, von der Firma, ist dann ein großes Bad. Übrigens, das ist ein 6 Meter Fahrzeug, wo dann wahlweise eine Chemie- oder eine Trenntoilette reingestellt wird. Und wenn man duschen will, nimmt man die einfach raus und hat richtig Platz zum Duschen. Hier ist dann ein kleiner Küchenblock. Warte mal. Mal gucken. Ah ja. Zwei Ceran-Kochfelder, und zwar in diesem Fahrzeug betrieben mit Diesel, parallel zur Dieselheizung, so dass es also kein Gas gibt in diesem Fahrzeug. An Küchenblock gibt es, oder Kochgelegenheit, die Fahrzeuge sind gasfrei, gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal eine Diesel-Ceranfeld-Kochplatte oder zwei Kochplatten und einmal ein Elektro, wie hier jetzt zum Beispiel Ceranfeld. Auf Wunsch kann, je nach Absprache, dann eventuell auch ein Induktionsfeld eingebaut werden. Ja, und hier hinten ist dann die Rundsitzgruppe mit einem großen Tisch, die auch, wo der Tisch abgesenkbar ist, und dann die Rückenpolster auf den Tisch, kann man dann auf den Tisch legen, um dann ein sehr großes Bett zu haben. Die Seitenwände um die Fenster herum sind mit Filz verkleidet, was ja ein bisschen wohnlicher macht. Aber in diesem Fahrzeug sind die Kanten sehr unsauber oder sehen unsauber aus. Das hätte man vielleicht sauberer hinkriegen können. Oben Hängeschränke, hier über dem Küchenblock auch ein, mit einem ohne Verschluss, aber mit sehr starken Gegendruckfedern. Hinten ein recht großes Heki, nicht wie bei anderen so ein 40x40. Hier sind dann Steckdosen, 230 Volt, 12 Volt, Heizungsarmatur, und der Kühlschrank ist hier im Eingang, und zwar ein Auszugskühlfach. Da kriegt man auch sehr schön große Flaschen rein. Hier oben drüber eine vernünftige Beleuchtung. Ups. Da oben ist noch mal eine Armatur für, ich denke mal, Batterie. Stand, mal gucken. Der Durchgang hier ist allerdings sehr eng. Das wäre für mich schon nicht geeignet. Kann man dann den kompletten Strom abschalten und auch einzelne Bereiche sich anzeigen lassen.
Ja, soweit hier oben so Aufhänger. Hier nochmal ein etwas kleineres Seki über dem Eingang. Gucken wir uns das Ganze von hinten mal an. So sieht die Exitgruppe von hinten aus. Unten unter dem Bank Fächer, nein, Schubladen, das ist sehr schön. Schubladen, um mit Vollauszug, um Sachen zu lagern. Hier auch. Darunter dann nochmal hier ein Vollschwerlastauszug, wo man sehr viel drauf lagern kann. Der Schwerlast ist 1,50 m mal 85 cm. Da kriegt man also schon ordentlich was unter. Ja, und das ist die Firma, um die es geht. Ja, soweit der Nordwend von Eifelland.